So, hallo und herzlich willkommen zu meiner heutigen Videorezension von Riff Raff. Ein Geschicklichkeitsspiel mit so einem Segelschiff hier, das auf so einer Kugel hier sitzt und da, ne, wie man sieht, das kann ganz schön hin und her schwanken, was natürlich nicht so super geil ist, weil wir wollen unsere Ladung darauf platzieren. Wir wollen zuerst die gesamte Ladung wegbekommen und dann haben wir das Spiel gewonnen. Das ist die Ladung, das sind so verschiedenste Sachen, die wir dann eben auf dem Schiff deponieren müssen. Jeder Spieler hat so einen Satz Karten mit den Ziffern von 1 bis 10. Davon sucht sich jeder jede Runde verdeckt eine aus. Die legen wir dann gleichzeitig erstmal verdeckt für uns ab und decken die dann auf. Und wer die höchste Zahl hat, ist Kapitän. Das heißt, der darf dann zuerst Ladung, also diese Gegenstände hier, auf dem Schiff deponieren. Und zwar immer auf dem Feld mit der jeweiligen Zahl. Sollte dabei irgendwas runterfallen, dann darf ich versuchen, die Sachen schnellstmöglich aufzufangen. Dann kommen die aus dem Spiel. Das ist also nicht schlimm. Es darf nur nicht nur das sein, was ich gerade raufgetan habe. Dann muss ich das wieder vor mir ablegen. Alles, was runterfällt, was ich nicht schnell aufgefangen habe, muss ich dann meinen Vorrat tun. Und das muss ich auch ablegen. Und wer zuerst alle Teile abgelegt hat, der hat gewonnen. Oder wer nach Runde 10 die meisten abgelegt hat, der ist dann der Sieger. So, das zeige ich euch jetzt mal in der Praxis. Mein Mitspieler Dave ist rot, ich bin blau. Wir haben beide unsere Karte gewählt, das heißt, wir decken sie gleichzeitig auf. Ich habe die 7 gewählt und Dave die 1. Das heißt, ich lege jetzt zuerst das hier auf die 7. Ich dürfte auf alles, was hier auf den Masten ist, auch zwei Teile hinlegen, wenn dort schon ein Teil ist. Da noch nichts liegt, darf ich jetzt einfach nur ein Teil drauflegen. Und da kann ich mir jetzt überlegen, was ich da gerne hinlegen möchte. Ich versuche mal gleich, dieses schwere Teil dahin zu legen. Und das geht auf jeden Fall noch ganz gut. Man darf mit der Hand nichts bewegen, was da schon drauf liegt. Aber mit dem Teil, das man drauf legt, darf man Sachen hin und her schieben, wenn man das dann möchte. So, Dave hat die 1 gelegt. Das heißt, Dave überlegt sich jetzt, was legt er mal auf die 1. Und er sagt sich, er möchte mal dieses Teil da drauf legen. Wow! Ja, da hat Dave schon gleich Pech gehabt. Das ist halt das Problem, wenn man so kurze Arme hat. Die beiden Dinger hier muss er jetzt nehmen und vor sich ablegen. Das wusste man natürlich vor, dass das nicht klappt. Aber Dave ist halt ein dummer Minion. Und ja, das Schiff kann man jetzt in dem Fall versuchen, wieder ruhig zu stellen. Und dann würde die nächste Runde losgehen. Die Karten, die wir gespielt haben, die bleiben auf jeden Fall liegen. Das heißt, wir decken dann unsere nächsten Karten auf. Und Dave hat die 10, ich die 8. Das heißt, Dave darf anfangen. 10, ja, das ist ja eben schon mal ganz nach hinten losgegangen, aber da er jetzt anfängt, denkt er sich, ja, er ist mal gemein und versucht das auch und legt das Ding hier drauf und hofft einfach mal, dass das stabil bleibt. Ja, das hat nicht geklappt. Dann bin ich dran mit der 8 und ich lerne daraus und lege jetzt einfach mal dieses Ding da drauf und das hält, aber das Schiff hat so eine leichte Schlagseite. Gut, aber jetzt ist alles gut gegangen, das liegt. Dann kommen die nächsten Karten dran. Da habe ich jetzt eine 3 gespielt und Dave eine 7. Das heißt, Dave fängt an und darf irgendwas auf die 7 legen und das ist ihm gerade nicht geheuer. Also legt er hier mal die Maus drauf und hofft, dass das alles im Lot bleibt. Ist doch mal gut, beide Hände irgendwie daneben zu haben. Das heißt, ich habe jetzt die 3. Ich versuche mal, hier so ein schweres Teil drauf zu legen. Und das klappt. Alles gut. Dann kommen die nächsten Karten. Ich habe die 10, Dave die 8. Das heißt, ich mit der 10. Oh, das ist ja eben schon mal schief gegangen. Das ist quasi hier oben. Da möchte ich jetzt mal versuchen, einfach dieses Teil hier drauf zu legen. Und zwar dahin. Das klappt. Sehr gut, wie gesagt, immer die Hände in der Nähe haben. Dave kommt da mit der 8 dran, nimmt der sicherheitshalber auch mal. Boah, das geht doch sowas von schief. Dieses Ding hier. Oh, oh, oh. Ja, die beiden hat er jetzt gefangen, das heißt, die kommen raus. Glücklicher Dave, aber quasi alles andere, was runtergefallen ist, das bekommt er jetzt in seinen Vorrat und hat jetzt richtig viel Kram, den er loswerden muss. Und wie man sieht, das ist gar nicht so einfach. Also kommen jetzt die nächsten Karten. Wie gesagt, normalerweise sucht man sich die mal aus. Ich spiele jetzt einfach der Reihe nach runter. Das ist zum Zeigen einfach. Aber man kann immer gucken, wo macht das jetzt Sinn, was drauf zu spielen, wo nicht. Und ja, das heißt, ich habe jetzt die 2 und Dave hat die 9. Das heißt, Dave fängt an mit der 9. Die 9 ist hier ganz oben und hat jetzt reichhaltig Auswahl. Aber das Schiff hat jetzt schon so eine komische Schlagseite. Da muss ich nochmal gucken, ob das da richtig drin hängt. Aber nun gut, das ist halt ein bisschen Seegang.
Das heißt, er legt erstmal das dahin. Und das bleibt so. Das heißt, ich komme jetzt mit der 2 ran. Die ist auch da vorne. Das ist gar nicht so geil, aber ich habe ja hier diese kleine Maus. Und die lege ich jetzt einfach mal da drauf. Bin bereit, alles aufzufangen. Aber es passiert nichts. Das ist gut. Dann kommen die nächsten Zahlen. Ich habe die 1 und Dave die 3. Das heißt, Dave darf jetzt anfangen. Hier, na, da kann man sowas Mittelschweres vielleicht drauf machen. Huch. Das zählt noch nicht als versagt. Und es darf über Schiff hinausragen, aber nicht in ein anderes Feld hinein. Das heißt, er legt das dahin, ist vorbereitet. Ich komme jetzt mit der 1. Ich habe ja nicht mehr so viele, aber ich habe noch eine. Ich habe noch das schwere Teil hier. Das muss ich irgendwie mal loswerden. Aber jetzt noch nicht. Jetzt nehme ich erstmal den hier. Den kann man übrigens auch irgendwo ranhängen, wenn man das möchte. Aber das will ich vielleicht gerade gar nicht. Ich möchte ihn einfach nur hier hinlegen. Bin bereit, alles aufzufangen, was da so kommt. Da kippt auf jeden Fall gleich was. Wir gucken mal, was wir uns für Zahlen für die nächste Runde rausgesucht haben. Dave die 2. Das ist vielleicht gar nicht so schlau, aber ich bin auf jeden Fall ja höher als er. Das heißt, ich habe die 9. Oh, ich muss jetzt hier oben was drauflegen. Und ich weiß nicht, ob ihr seht, wie sich das Schiff gerade neigt. Ich versuche es mal mit diesem Schiff hier, aber es wird 100 pro runterfallen. Darum bereite ich mich einfach mal vor. Das war gerade die Kamera im Weg. So viel wie möglich aufzufangen. Das heißt, ich lege das jetzt mal hier drauf. Ja. Warte, fehlt noch mehr. Gut, das heißt, das Ding hier habe ich gefangen. Das kommt raus. Der hier ist aber runtergefallen. Den kriege ich wieder. Und dieses komische Schiff hier ist auch runtergefallen. Das heißt, das kriege ich auch wieder. Das hat natürlich überhaupt nicht geklappt. Ich hoffe, ihr habt gerade so halbwegs was gesehen. Dann ist Dave dran mit der 2. Das wird auch nicht gerade leicht. Da versucht er natürlich auch Dinge zu fangen. Leg das mal hier drauf. Und ja, es hält noch. Gott sei Dank. So, dann nächste Runde. Neue Karten. Ich habe die 5. Dave hat auch die 5. Gerade eben habe ich angefangen. Das heißt, ich darf jetzt entscheiden, wer neuer Kapitän wird. Und ich sage, weißt du was, Dave? Ja, was in dem Fall ist, weiß ich nicht. Das nehmen wir einfach mal raus. Das war gar nichts los. Ich bin, glaube ich, nur gegen den Tisch gekommen. Ja, ich sage jetzt als alter Kapitän, Dave, du darfst mal anfangen. Und Dave denkt sich jetzt, na, vielleicht versuche ich mal, den hier irgendwo dran zu hängen. Das klappt doch nie und nimmer. Uah, verdammte Axt, okay. Das hat natürlich überhaupt nicht geklappt. Das Schiff hat irgendwie auch gerade ein bisschen Schlagseite. Dann bin ich dran mit meiner 5. Ich versuche, das kann auch nicht klappen. But I will have a try. Versuchen, das Schiff ein bisschen zu stabilisieren. Nee, nee, nee. Das soll nicht sein, das kriege ich auch wieder. Dann kommt die nächste Runde. Da decken wir die 4 und die 9 auf. Das heißt, Dave darf zuerst die 9 hier oben was drauflegen. Das sollte ja klappen, wenn man viel Auswahl hat, ist alles gut. Und ich komme dann mit der 4, das ist eigentlich auch super gut. Das stelle ich mal dahin. Jetzt ist das Schiff wieder einigermaßen im Gleichgewicht. Und dann kommt auch schon die letzte Runde. Das heißt, ich werde auf jeden Fall gewinnen. 4 gegen 6. Das heißt, Dave, also immer wenn man auf, in dem Fall ist es egal, aber habe ich ja, glaube ich, schon gesagt, wenn man auf die Masten was draufstellt, kann man auch gleich 2 Teile draufstellen. Das ist natürlich in den vorherigen Situationen, wäre das gut für Dave gewesen, weil dann hätte er viele Teile loswerden können. Das ist eben dazu gedacht, dass man auch wieder aufholen kann, wenn man ein bisschen zurückliegt. Aber jetzt gucken wir mal. Das heißt, ich fange an mit der 6. Das ist eigentlich auch ganz dankbar. Da versuche ich mal, den da drauf zu legen. Das klappt. Und Dave darf jetzt einfach ein Teil auf die 4 legen. Da legt er mal das Ding dahin. So, Spiel zu Ende. Ich hoffe, das hat mal einigermaßen mit der Kameraeinstellung geklappt. Jetzt habe ich noch dieses Ding hier über, während Dave den ganzen Schrape da über hat. Das heißt, damit habe ich jetzt eigentlich gewonnen. Aber im Spiel zu zweit würden wir jetzt einfach den Kartenstapel nochmal durchspielen, wenn noch keiner gewonnen hat. Und dann wird man einfach nach 2 Durchgängen gucken, wer da gewonnen hat.
Man hat übrigens auch jederzeit vorher gewonnen, wenn man es schafft, alle seine Holzteile loszuwerden. Gerade damit, dass man hier auf diese Dinge auch immer zwei machen kann, kann das auf jeden Fall möglich sein, bevor alle 10 Karten gespielt wurden. Und ja, es ist auf jeden Fall ein ganz witziges Spiel. Dieses Schiff hier, das schwankt eben wirklich immer so, ne, im Gang der Wellen und muss da aufpassen, wenn irgendwas hier hinten runterfällt, dass man gleichzeitig eben nach vorne greift. Und da muss man eben schon reaktionsschnell sein. Ich gucke jetzt mal, was das hier mit dem Schiff ist. Ich glaube, das hat auch immer so ein bisschen mit den Masten hier zu tun und wie man das einstellt. Also, ne, wenn ihr mal reingucken wollt, das ist hier das Schiff selbst. Das hier ist auch festgemacht. Das heißt, das kann man irgendwie nicht groß verändern. Ist ein bisschen wichtig, wie steckt man den Holzstab hier rein. Den muss man eben, wenn man das Ganze dann wieder demontieren will, kann man das auch wieder hier rausmachen. Und vor Spielbeginn muss man das dann eben wieder reinstecken. Da kann's, sollte man, also das finde ich ein bisschen komisch gemacht, weil man muss schon ungefähr darauf achten, dass das so halbwegs gerade ist. Man möchte, dass das Schiff gerade ist und das dann eben da reinstecken, ohne dass es irgendwie abbricht oder man das kaputt macht. Da sollte man schon ein bisschen Sorgfalt walten lassen und das muss dann eben auch halbwegs gerade sein. Und das dann hier so reinstecken. Ja, das klappt mal oder auch nicht. Aber ist ja eigentlich auch egal, weil selbst wenn das Schiff jetzt ein bisschen schief ist und nach vorne geneigt ist, dann ist das eigentlich ziemlich doof. Ja, das ist eben so ein bisschen der Nachteil bei diesem Spiel. Man muss das versuchen, weil ihr seht das jetzt, ne? Das Schiff ist komplett schief, das neigt sich so sehr in diese Richtung. Das kann man eben als Schwierigkeit nehmen oder man kann versuchen, das genau auszubalancieren. Das ist ein bisschen blöd. Ich habe auch am Anfang ein bisschen Probleme gehabt. Hier diese Dinger, die muss man da eben so, ne? Das ist hier so eine Vorrichtung. Da muss man da einfach diese Dinger hier falten und die dann entsprechend hier irgendwie platzieren. Und das ist dann gar nicht so super einfach, weil da steckt man da zwar so rein, aber dass das dann wirklich passt und auch immer wirklich abschließt, das ist dann schon so ein bisschen Fummelei bei Spielaufbau. Wobei jetzt klappt es, na hier guckt es ein bisschen raus. So, und dann kommt das da drauf, das passt hoffentlich, jetzt passt es zum Beispiel nicht wirklich und dann steckt man das wieder da drauf. Jetzt ist mir aus dem Stings da beide rausgefallen, weil der schräg lag. Die muss man dann wieder hier durchschieben. Gar nicht wahr. Die kann man dann hier durchschieben. Und den hier rein. So kann man im Prinzip auch anfangen, aber das Schiff neigt sich schon wieder so ein bisschen nach vorne. Ich weiß nicht, ob ich das einfach falsch zusammengebaut habe oder ob das so gewollt ist. Aber gut, das ist halt, und eben beim Zusammenstecken dieser Teile, ich weiß nicht, ob man das hier sieht, da habe ich schon Tesafilm reingeklebt, dass hier ein bisschen die Aufmachung abgegangen, also die ist so draufgeklebt als Folie und das hat sich eben beim Zusammenschieben dieser Teile hier so ein bisschen gelöst, da habe ich einfach ein bisschen Tesafilm rüber gemacht, dann ging das auch, aber das ist so, also das Spiel an sich ist super. Das Material eigentlich auch, ne? Alles Holz und alles super und auch hier das mit diesem Kugelgelenk super gut durchdacht, aber das mit dem hier so ineinander schieben, entweder habe ich da einfach kein Händchen für oder es ist von Natur aus schief, das weiß ich nicht, das ist auf jeden Fall meiner Meinung nach verbesserungswürdig und das Spiel ist jetzt auch schon ein paar Jahre auf dem Markt, also ich weiß nicht, warum das immer noch so ist oder ob ich hier einfach irgendwas komplett falsch mache. Aber die Anleitung sagt eigentlich auch dann nichts, dass man auf irgendwas Spezielles achten soll. Sie sagt eben nur, dass man das so ineinander stecken soll, dass man dann das Holz, das runde Holzteil drauf machen soll, dass man das da drauf schieben soll, dass man dann das Schiff darauf setzen soll, dann den Mast da reinstecken soll und den Rest eben fertig machen soll. Da gibt es also eigentlich nichts Besonderes, worauf man achten sollte. Deswegen, wie gesagt, das Spiel macht trotzdem Spaß und das kann halt so ein bisschen was sein, wo ich sagen würde, hey Leute, da ist noch Verbesserungsbedarf, das ineinander stecken und so, das kann man irgendwie noch optimieren, also das wäre toll, wenn sich da auch was dran ändern würde oder wenn da die Anleitung ein bisschen verbessert wird, dass einem halt gesagt wird, worauf muss man achten, was muss irgendwie besonders gerade, wie tief kann ich das ineinander schieben, weil ich habe auch immer so ein bisschen Bammel, das so wirklich da so mit Kraft reinzudrücken, weil ich immer denke, irgendwann geht irgendwas kaputt oder ich krieg's nicht mehr richtig raus oder was weiß ich. Hier unten das Ding, das kann man übrigens auch rausdrehen, also ein bisschen weiter nach unten machen und scheinbar dann auch komplett rausdrehen. Also ich habe das halt beim Zusammenbau ein bisschen irgendwie immer hin und her bewegt, dann war das irgendwann schon so ein bisschen gelöst. Da sollte man dann auch immer darauf achten, dass das auf jeden Fall ganz reingeschraubt ist. Und wie gesagt, das sind so ein paar kleine technische Probleme, die ich jetzt vielleicht bei meiner Ausgabe hatte, vielleicht sind die allgemein vorhanden. Aber ansonsten, das Spiel selbst, wie ihr gesehen habt, ist schon ganz witzig. Wenn ihr auf Geschicklichkeitsspiele steht, dann ist das auf jeden Fall durchaus ein nettes Spiel. Zoch hat da ja relativ viele Spiele,
An Bowser kommt es nicht ran. Bowser ist natürlich immer noch der unangefochtene Klassiker in dieser Hinsicht, aber eben eine ganz nette Variante, wenn ihr eben auf Schiffe oder Piraten oder sowas steht und das so generell mögt und einfach total auf Geschicklichkeitsspiele steht, dann ist das aber auf jeden Fall eine nette Sache. Und ja, jetzt wisst ihr, wie es geht. Ich habe euch viel erzählt und das war Riffraff. Ich sage bis bald und tschüss.